Warum ist das Ganze immer mehr als die Summe seiner Teile? Burkhard Heim diese altbekannte, fast schon trivial anmutende Binsenweisheit formalisiert, und zwar in seiner Syndrometrie. Darin beantwortet er nicht unbedingt die Frage nach dem Warum, aber er gibt uns eine große Hilfe an die Hand, überhaupt zu unterscheiden, was denn das Ganze ist und was die Teile. In diesem Video gehe ich mit euch ein bisschen tiefer in die Theorie der Syndrometrie, aber auch wieder in die bunte Realität zurück. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im vorigen Video dieser Reihe haben wir uns mit der Struktur unserer physikalischen Realität beschäftigt und haben festgestellt, wir können sie in verschiedene Schichten einteilen, die Strukturniveaus entlang unserer äthelialen Achse X5 bilden. Dabei haben wir uns des Begriffes der sogenannten Totalität bedient, dessen Erklärung ich euch noch schuldig bin. Die gesamte physikalische Welt haben wir jeweils eingeteilt in diese Totalitäten, und zwar von Stufe 0 bis Stufe 6 oder sogar bis zu einer Pseudototalität 7 sind wir gekommen. Übrigens, für Quereinsteiger in das Thema, guckt euch am besten die gesamte Playlist an, damit ihr auch in den Genuss des gesamten Wissens kommt. Bei der Einführung in die Syndrometrie, dieses Video, da hatten wir das Beispiel der Sprachen. Da gibt es im Deutschen zum Beispiel Grundformen oder Urformen, Wortstämme. Und aus denen kann ich über bestimmte Regeln zusammengesetzte Worte machen und schließlich Sätze und Satzkonstrukte. Meine Wortstämme, das sind sozusagen die Urelemente der deutschen Sprache. Ich kann die aus nichts anderem herleiten, ohne dass ich den logischen Bereich der deutschen Sprache oder der deutschen Grammatik verlassen würde. Deshalb sind das die Elemente, die am Anfang stehen. Und die nannte Burkhard Heim, griechisch, apodiktische Elemente. Also die Elemente, die am Anfang stehen. Und die Menge dieser apodiktischen Elemente, die nennt er den Metrophor, den Träger des Maßes, den Träger des Maßes der deutschen Sprache. Nun hatten wir Gesetze, die aus unseren apodiktischen Elementen neue Elemente machen, und zwar von einer Schicht darüber. Und die nennen wir jetzt ein Syndrom. Das ist nichts Schlimmes, das ist einfach nur ein Zusammenlauf. Das Gesetz, das aus diesen meinen Elementen ein neues Syndrom macht, das kann ich jetzt im Übrigen weiter fortsetzen. Ich kann aus den Elementen des ersten Syndroms ein zweites machen und aus dem zweiten Syndrom ein drittes und so weiter. Diese Gesetze also, die aus meinem einen Syndrom ein anderes machen, die setzen sozusagen die Elemente hier in eine Korrelation und induzieren ein neues Syndrom. Und deswegen nannte Burkhard Heim das den Syndromstufen-Korrelationsinduktor oder kurz und praktisch den Synkolator. Und ich spreche jetzt also immer vom Synkolator oder vom Synkolationsgesetz. Ist wirklich ein schönes praktisches Wort. Hier nochmal ganz allgemeines Übersichtsschema unseres Konzeptes der Syntrix. Also ich habe einen Metrophor mit meinen apodiktischen Elementen. Ich habe darüber verschiedene Syndrome und ich habe Synkulationsgesetze. Und ich kann mir leicht vorstellen, ich kann diese Synkulation beliebig oft wiederholen und ich kann sie sogar unendlich oft wiederholen. Ich kann mir eine Syntrix mit unendlich vielen Syndromen bilden. Auf unser Beispiel bezogen, kann ich also aus meinen apodiktischen Wortstämmen, kann ich eine sehr große Anzahl, über diese drei Stufen hatten wir, diese drei Stufen kann ich mir eine sehr große Anzahl von Sätzen bauen. Was jetzt aber, wenn ich aus meinen Sätzen ein sinnvolles Stück der deutschen Literatur bilden will? Könnte ich jetzt einfach sagen, ich nehme mir noch ein neues Synkulationsgesetz und mache aus dem Syndrom, das meine Sätze enthält, einfach ein neues Syndrom, das meine Literatur enthält? Halt! Was wir hier an Synkulationsgesetzen hatten, die sind auf dem logischen Bereich definiert, in dem wir uns befinden. Und unser logischer Bereich war der der deutschen Grammatik. Und ich kann Synkulationsgesetze, die mit den Begriffen der Grammatik definiert sind, ich kann aus den Begriffen der Grammatik jetzt kein Synkulationsgesetz bilden, das mir hilft, wenn es darum geht, wie ich meine Sätze zu einer sinnvollen Geschichte zusammenstelle. Ich kann also die Grammatik so hoch unmöglich schätzen.
ich muss es anders synkulieren. Ich verlasse den Bereich der Grammatik und betrete einen neuen logischen Bereich. Und den nenne ich jetzt einfach Literatur. Ich habe jetzt also einen neuen Bereich mit einem neuen Metrophor. Und die Elemente dieses Metrophors, das sind die Elemente des höchsten Syndroms der darunterliegenden Stufe, nämlich meine Sätze. Ich habe also ein Metrophor mit einer sehr großen Auswahl an Sätzen. Und über meinem Bereich der deutschen Literatur, da habe ich jetzt Auswahlgesetze, die mir aus diesen Sätzen die richtigen auswählen, sodass ich daraus eine Geschichte machen kann. Dass ich daraus die richtigen Sätze ableiten kann, die meinen Charakter, die richtigen Gefühle ausdrücken lassen, die mich vielleicht sogar dichten lassen. Das ist übrigens genau der Grund, warum es in der Schule im Deutschaufsatz immer zwei Zensuren gab. Den einen für den Inhalt, den anderen für die Grammatik. Einfach weil es zwei völlig verschiedene Bereiche sind. Jetzt habe ich also einen neuen Metrophor und der ist das erste Element meiner neuen Totalität. In dem Fall die Totalität der Literatur. Aber er besteht immer noch aus den Einzelelementen der darunterliegenden Totalität der Grammatik. Er hat gewissermaßen Füße, er steht mit seinen Füßen in der Totalität der Grammatik und da hat er dann die sogenannten Syntropoden. Die einzelnen Syntrizen, die Sätze bilden, sind dann Syntropoden. Ich kann mir jetzt leicht vorstellen, aus diesem Metrophor kann ich jetzt wiederum Syndrome induzieren, so viele ich will. Irgendwann stoße ich wieder an eine Grenze und brauche einen neuen Metrophor, betrete eine neue Totalität und so weiter. Das alles, was in einer Totalität jetzt ist, zusammen mit den Füßen und so weiter, das nennt Burkhard Hahn jetzt einen metrophorischen Komplex oder kurz ein Metroplex. Und das Ganze, was man da aufbauen kann, das ist ein Metroplexgefüge. Und damit gehen wir jetzt zurück in den Bereich unserer naturwissenschaftlichen Betrachtung. Und zwar wollen wir Chemie machen. Chemie hat mir immer Spaß gemacht, wir machen jetzt Chemie. Chemie, das waren unsere, wenn ihr euch erinnert an unser Schema, das war unsere Totalität 5. Da, wo die Gesetze der chemischen Bindung wirken, wo wir die Strukturstufe der Moleküle haben. Ich habe in dieser Totalität jetzt einen Metrophor. Und der Metrophor, der ist besetzt mit den Elementen der darunterliegenden Totalität, nämlich den Atomen. Ich habe jetzt einen Metrophor, der besteht aus Atomen, allen Atomen des Periodensystems, wobei wir uns jetzt ein paar gleich rausgreifen. Die Synkulationsgesetze über diesen Bereich, das sind die Gesetze der chemischen Bindung und Reaktion. Mit denen kann ich aus meinen einzelnen Atomen Moleküle zusammensetzen und dann später auch komplexere Moleküle. Machen wir jetzt einfach mal ein Beispiel durch. Und zwar sagen wir, wir haben Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und wir wissen, wie das erstmal gebunden ist. Im ersten Syndrom betrachten wir rein Kohlenstoff, also Koks und Wasser. Wenn man die jetzt beide erhitzt, dann entsteht sogenanntes Synthesegas, besteht aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff. Das ist schon unser zweites Syndrom. Aus diesem Synthesegas kann ich jetzt Ethylen machen durch eine katalytische Reaktion. Und aus dem Ethylen, das kann ich polymerisieren und dann habe ich Polyethylen. Also einen einfachen Kunststoff. Und das ist schon das ganze Prinzip. Sobald ich jetzt aber meinen Kunststoff verarbeiten will, da geht es dann um Stoffeigenschaften, nämlich um Dichte, Zugfestigkeit, Farbe. Und das hat mit den Gesetzen der chemischen Bindung gar nichts mehr zu tun. Ich verlasse jetzt den Bereich der chemischen Bindung der Moleküle und betrete den Bereich meiner Makrokollektive, die Totalität 6. Und was da an Gesetzen wirkt, woraus meine Synkulatoren da bestehen, das sind die Gesetze und Regeln der mechanischen Verfahrenstechnik, der Fluiddynamik und der Festkörperphysik. Und da kann ich jetzt, habe ich jetzt einen neuen Metrophor. In dem sind meinetwegen alle meine Kunststoffe, die ich gerade synthetisiert habe, und einige Additive. Das kann ich jetzt mischen, das kann ich dann schmelzen, das kann ich granulieren. Und dann sind wir eigentlich auch fast schon bei der Pseudototalität 7, wo ich nämlich aus meinem Kunststoff anthropogene Artefakte mache. Das war jetzt die formale Beschreibung dieser altbekannten Plattitüde: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Vielleicht etwas langatmig, aber sehr wirkungsvoll, um zu unterscheiden, worüber wir reden. Denn wir vergessen es im naturwissenschaftlichen Denken ganz oft. Wir denken,
Ich weiß ja, woraus meine, was für Einzelteile, aus was für Einzelteilen mein Ding zusammengesetzt ist, was immer ich da untersuche. Ich kann das ja sezieren und ich kann die Einzelteile beschreiben und ich kann die Einzelteile wieder sezieren und die kann ich nochmal beschreiben, aber so funktioniert das nicht. So können wir vielleicht Einzelteile verstehen, aber nicht das Ganze. Man muss einfach von Zeit zu Zeit neue Gesetze einführen, die das Verhalten einer Gesamtheit beschreiben. Und diese neuen Gesetze, die kann man aus der darunterliegenden Stufe nicht herleiten. Und die haben damit überhaupt nichts zu tun. Man kann nicht hergehen und sagen, ich weiß, welche Eigenschaften Wasserstoff hat und ich weiß, welche Eigenschaften Sauerstoff hat. Und daraus kann ich nicht ausrechnen, mit irgendeinem noch so komplexen Verfahren, welche Eigenschaften Wasser hat. Genauso wenig kann ich jetzt sagen, ich nehme 79 Protonen und 79 Elektronen und dann noch eine Anzahl Neutronen. Ich kann daraus nicht ausrechnen, dass das resultierende Element eine Dichte von 19,3 hat und der Preis davon derzeit ziemlich durch die Decke geht. Wir haben also auf jeder unserer Strukturstufen neue Gesetze. Und es bestimmt immer die Struktur der höchsten Stufe, wie sich die Einzelteile verhalten. Das ist auch noch ganz wichtig. Meine Atome, die haben im Molekülverbund eine ganz andere Elektronendichteverteilung, als wenn sie einzeln frei im Raum herumfliegen würden. Und meine Elektronen wiederum in meiner Elektronenhülle, die verhalten sich auch ganz anders, als wenn sie frei im Raum herumfliegen würden. Wie stabil jetzt eine Struktur ist, das hängt davon ab, wie stark das übergeordnete Ordnungsprinzip ist. Das ist sozusagen das, was von oben alles kontrolliert und integriert. Wenn jetzt das Ordnungsprinzip zu schwach ist, dann beginnen gewissermaßen die Ordnungsprinzipien oder die Gesetze der darunterliegenden Stufe zu dominieren. Zum Beispiel, wenn ich einen sehr großen Atomkern habe, dann reichen die integrierenden Kräfte der nuklearen Bindung, also der schwachen Kernkraft, nicht aus, um den stabil zu halten und ich habe radioaktiven Zerfall. Unsere gesamte Natur, und zwar auch der Teil, den wir noch nicht gesehen haben, der ist jetzt als ein solches großes Metroplexgefüge beschreibbar. Und das nicht bloß theoretisch, sondern dieses Gefüge besteht ja aus etwas, nämlich aus Aktivitäten. Aktivitäten, unsere Entitäten, die da in der fünften und sechsten Dimension existieren, von denen wir noch nicht viel wissen, aber wir wissen, sie existieren dort. Und wir wissen auch, die Aktivitäten können Wahrscheinlichkeitszustände der Materie verändern. Und genau das ist ja das, was wir haben, wenn wir ein Organisationsniveau wenn ein Organisationsniveau in der Materie wirkt. Und je höher dieses Organisationsniveau, umso stärker ist die Wirkung auf die Materie und umso unwahrscheinlicher verhält sich unsere Materie. Genauer gesagt, umso unwahrscheinlicher ist der Zustand, den wir beobachten, im Vergleich zum absolut leeren Raum. Und jetzt könnt ihr überlegen, was ist denn der unwahrscheinlichste Zustand, den Materie überhaupt annehmen kann? Damit beschäftigen wir uns nämlich weiter und damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal bei 6 Dimensionen in Farbe.